Servus und willkommen zu einem weiteren Cosplay-Tutorial von mir. Und zwar wurde ich gefragt, wie kann man denn auf ein und demselben Feld mehrere Fahrzeuge im Verbund zueinander fahren lassen und insbesondere, wie geht das, wenn wir dabei ernten wollen. Deswegen habe ich hier jetzt mal zwei Drescher mir geschnappt, um das Ganze zu zeigen. Noch so als kleine Erklärung, bevor es losgeht. Ich fahre jetzt absichtlich die kurzen Bahnen, damit wir ein paar Bahnwechsel wirklich auch sehen können. Normalerweise würde man natürlich logischerweise lange Bahnen fahren, ist effektiver. Aber wie gesagt, hier wollen wir jetzt im Video ein paar Bahnwechsel sehen. Und damit das Video da nicht dementsprechend ewig lang werden muss, habe ich mich für die kurzen Bahnen entschieden. So, kommen wir auch schon gleich zur Kurseinstellung und ihr werdet ein klein bisschen Mathematik verwenden müssen, ist aber einfache Mathematik, bekommt jeder hin und zur Not gibt es ja auch noch Taschenrechner. So, wir machen einen Feldarbeitskurs, also gehen wir auf die Feldarbeit und den lassen wir uns generieren, haben hier Feld 22. Und ich lege schon mal die Startecke fest. Das ist eben oben rechts, also Nordost. Nordost und wir fahren nach unten. Unten ist auf der Karte immer Süden. Also wir fahren von Nord nach Süd, dann nach dem Bahnwechsel von Süd nach Nord und so weiter und so fort. Das haben wir schon mal eingestellt. Und jetzt normalerweise, wenn ihr nur einen Drescher fahren lassen wollt, geht ihr hier einfach auf automatische Arbeitsbreitenerkennung. Er merkt, aha, ich habe 9 Meter Schneidwerk vorne dran, muss ich also 9 Meter Arbeitsbreite machen. Gilt jetzt hier in unserem Fall aber nicht, weil wir haben ja zwei Fahrzeuge, also haben wir die Arbeitsbreite mal der Anzahl an Fahrzeugen. In unserem Fall 2. Und in unserem Fall ein 9 Meter Schneidwerk, also 2 mal 9. Hätten wir jetzt 3 Fahrzeuge mit 9 Meter Schneidwerk, wäre es eben 3 mal 9. Haben wir 5 Fahrzeuge mit 3 Meter Arbeitsbreite, haben wir eben 5 mal 3 Meter. Und so funktioniert das eben im Prinzip. Das heißt jetzt hier bei uns 2 mal 9, 18 Meter. So, müssen wir das Ganze hochdrehen. Generieren den Kurs und den speichern wir uns dann auch noch und den speichere ich jetzt mal unter Tutorial 01. So, dann haben wir jetzt natürlich noch ein Problem. Cosplay möchte ja immer mittig auf diesem Kurs fahren, das heißt die Kursmitte würde hier mittig vom Fahrzeug verlaufen. Da würde ja links und rechts jetzt was stehen bleiben. Wir müssen also einen Versatz einstellen, dass der eben links von der Kursmitte fährt und der dann rechts von der Kursmitte. Das machen wir hier, wo dieser Traktor abgebildet ist. Fahr- und Arbeitseinstellungen. Hier finden wir den Punkt Bahnversatz. Und hier können wir mit dem Mausrad drehen. Drehen wir mit dem Mausrad hoch, geht der Bahnversatz nach rechts. Drehen wir das Mausrad runter, geht der Bahnversatz nach links. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie muss denn der Bahnversatz aussehen? Da wir hier zwei Fahrzeuge haben, liegt also die Kursmitte zwischen den beiden Schneidwerken. Das heißt, der Versatz muss ein halbes Schneidwerk nach links, also 9 Meter geteilt durch 2. Hätten wir jetzt zum Beispiel drei Fahrzeuge, würde das mittlere ohne Bahnversatz mittig auf dem Kurs fahren und das linke hätte dementsprechend natürlich eine komplette Arbeitsbreite Versatz rüber und das rechte dann dementsprechend in die andere Hälfte. Bleiben wir bei unserem Beispiel hier mit zwei Fahrzeugen, sind wir also hier Kursmitte zu Fahrzeugmitte eine halbe Arbeitsbreite, ein halbes Schneidwerk, also 9 Meter Schneidwerk geteilt durch 2, 4,5 Meter und in diesem Fall das linke Fahrzeug eben den Versatz nach links. Dann gibt es zwei verschiedene Bahnwechsel. Es gibt den regulären und es gibt den symmetrischen. Ist der symmetrische deaktiviert, ist also der reguläre und wenn der symmetrische aktiviert ist, ist der symmetrische. Ich werde hier noch ein kleines Bildchen einblenden vom Cosplay-Team sogar selber, von deren Webseite.
wie denn das schematisch aussieht, die verschiedenen Bahnwechsel, und wir lassen hier den regulären. Hat ganz einfach den Grund beim symmetrischen, das würde zwar vom Fahren eigentlich schöner aussehen, aber die kommen sich mit den Schneidwerken in die Quere. So, und damit war es das schon. Wir können den also starten und jetzt nicht erschrecken. Das ist eine kleine Macke, der fährt hier ein Stück zu weit nach vorne und startet dann erst. Das ja, ist halt so, müssen wir mit leben. Wir werden später, wenn wir das wirklich hier effektiv machen wollten, würden wir später sowieso noch ein Vorgewende fahren müssen oder das vorher schon machen. Vorher ist natürlich schöner, das schon zu fahren. Aber weil beim Wendemanöver bleibt teilweise auch was stehen. Deswegen Vorgewende kommen wir leider nicht ganz drumherum. So, jetzt wechseln wir in den zweiten Drescher, öffnen uns das HUD. Auch hier haben wir Feldarbeitskurs und wir laden uns den Kurs. Beide Fahrzeuge nutzen denselben Kurs. Und jetzt hier wieder auf Fahr- und Arbeitseinstellungen. Und auch hier müssen wir jetzt den Versatz einstellen, aber der soll ja rechts von der Kursmitte fahren. Also natürlich nach rechts. Bahnwechsel muss immer bei allen Fahrzeugen, die denselben Kurs zeitgleich fahren, natürlich gleich sein. Das heißt, da wir bei dem ersten Fahrzeug einen regulären Wechsel haben, lassen wir das auch hier regulär und starten den. Auch der fährt jetzt ein Stück zu weit nach vorne. Und wie gesagt, die Fahrzeuge immer ein bisschen zeitversetzt starten, damit die sich auch wirklich nicht in die Quere kommen. Und der Vorteil ist jetzt, beim symmetrischen Bahnwechsel hätte der jetzt direkt hier die nebenliegende Bahn genommen und dann wären die sich mit den Schneidwerken in die Quere gekommen. So hat er die übersprungen, fährt hier und dadurch war hier genügend Platz zwischen den Schneidwerken, dass hier keine Probleme entstehen. So, und so kann man das hier eben dann schön fahren lassen, kann die schön ihre Arbeit verrichten lassen, können dazu dann eben vielleicht sogar noch ein oder mehrere Cosplay-Abfahrer, die dann eben abbunkern, einstellen und so weiter und so fort. Und das geht theoretisch mit beliebig vielen Fahrzeugen. Und hier sehen wir jetzt eben, da bleibt ein ganz klein bisschen stehen. Deswegen sage ich ja, wir müssen so oder so mit ein bisschen Vorgewende dann nachher arbeiten. Da bleibt leider Gottes immer ein klein bisschen stehen. Hier sehen wir auch wieder, er hat dann jetzt die nächste Bahn genommen. Dadurch hier natürlich die, die schon gedroschen war, wieder als Platz zwischendrin. Die kommen sich nicht in die Quere. Er wird dann hier in die wechseln. Dann ist wieder einer Platz dazwischen und der andere wird erst in der darauffolgenden wieder runterfahren. So ist das Ganze also hier schematisch aufgebaut. Und so können wir mehrere Fahrzeuge, ob das zwei, ob das drei oder ob das vier sind, zeitgleich auf demselben Feld die Arbeit verrichten lassen. Das ist eben gerade bei sehr, sehr großen Feldern dann durchaus ein wenig schneller vorangeht. Ja, und ich denke mal, soweit sollte das jetzt verstanden sein. Hoffe ich zumindest, falls doch noch Fragen bestehen, einfach unter das Video in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video weitergeholfen hat oder einfach auch so gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, dürft ihr die auch in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das beim nächsten Mal besser zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Werf hier nochmal einen Blick, dass wir nochmal beide Drescher hier sehen, wie sie arbeiten. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.